Zwischen London und Edinburgh zeichnet sich ein neuer Streit ab. Die britische Regierung hat die Blockade einer schottischen Justizreform angekündigt, mit der die Anerkennung einer Geschlechtsumwandlung erleichtert werden soll. Der für Schottland zuständige Minister Alistair Jack sagte, er befürchte, dass dadurch die für ganz Großbritannien geltende Gesetzgebung zur Gleichberechtigung der Geschlechter beeinträchtigt werden könne. Die schottische Regierungspartei SNP reagiert empört. Premierministerin Nicola Sturgeon spricht von einem, so wörtlich, frontalen Angriff auf das schottische Parlament. Ich denke, Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Schottland ein demokratisch gewähltes Parlament hat. Und wenn Sie eine britische Regierung sein wollen, die die Dezentralisierung mit Füßen tritt, dann ist das der letzte Sargnagel für die Zukunft des Vereinigten Königreichs. Schottland wird unabhängig werden, weil das Vereinigte Königreich weiterhin unsere Demokratie mit Füßen tritt. Die britische Regierung von Premier Rishi Sunak ist die erste, die diese Möglichkeit der Blockade nutzt. Sie riskiert damit ein juristisches und politisches Tauziehen mit Edinburgh. Im November hatte das oberste Gericht in Großbritannien das schottische Gesuch nach einer erneuten Abstimmung über die Trennung vom Vereinigten Königreich abgelehnt.